Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion mit unserer kleinen Nachtelfe Alexiel. Und wir sind beim Quest Ferocitas, der Traumfresser. Und ich habe jetzt schon 4 von 7 Mystikern der Knarzklauen getötet, bin natürlich direkt schon mal hier in die Richtung gelaufen. Hier befinden wir uns gerade in Sternenhauch an der rechts an der Seite hier im Osten. Und ja. Weiter geht's. Ich habe schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich hatte auch schon einen kurzen Level up. Ziemlich gut. Wir sind auf dem besten Wege, das nächste Level zu erreichen. Müssen wir eben schauen hier. Wir sind jetzt Level 7 sind wir schon. Das ist sehr schön. Ja. Fortschrittlich Talon Kais Juwel haben wir auch gefunden. Das ist wunderbar. Sollen wir jetzt noch mehr von denen töten? Haben wir jetzt schon genug? Mystiker der Knarzklauen? Komm, da fehlt noch einer, oder? Wie viele noch? Den nicht. Das war ein Krieger. Das war kein Mystiker. Wir wollen hier, so einen wollen wir. So ein Mystiker, den Olden. Die wollen wir töten. Unsere Katze macht den gleich fertig. 5 von 7. Das ist ein Krieger, den wollen wir nicht. Da ist noch ein Mystiker. Den wollen wir. Komm her. Sonst kommen wir nicht auf die Anzahl, die wir wollen. 6 von 7. Da ist noch ein Mystiker. Wunderbar. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Ich habe hier gleich etwas weiter in der Richtung angefangen zu arbeiten und habe tatsächlich auch noch einen Bogen neu geholt, der ein bisschen besser ist als das, was wir vorher hatten und so weiter. Und habe ein paar Sachen verkauft und so. Also wieder ein bisschen Ordnung gemacht. Jetzt geht es wieder zurück. Leider direkt hier durch die Knarzklauen. Das heißt, wir müssen sowieso ein paar von denen töten. Das hätte ich natürlich auch gleich auf dem Weg machen können. Jetzt kommen wir wahrscheinlich eh nicht drum rum, die zu bekämpfen. Aber wie gesagt, Erfahrung schadet nicht. Nicht, wenn wir so klein sind und erst am Anfang sind. Das hilft uns eher, schnell zu leveln. Ich laufe mal ein Stückchen vor. Der darf ruhig... Ach hier, so ein toller Nachtsäbler. Finde ich als Begleiter auch gar nicht so schlecht. Aber naja, ist jetzt auch nicht wichtig. So, ich mache die Karte an. Wir laufen mal hier querfeldein. Unsere Katze, die kommt hoffentlich gleich. Unsere Katze ohne Namen. Ja, ich warte jetzt einfach mal ab. Wenn ihr einen Tipp, einen schönen Vorschlag habt und es mir gefällt oder so, dann nehme ich das vielleicht. Wenn nicht, dann überlege ich mir irgendwie einen schönen Namen oder so, wenn bis dahin irgendwie keine Ahnung ist. Ich habe hier tatsächlich, wie ihr seht, vielleicht unten rechts ein paar Pets reingetan. Ich habe sehr viele Pets mittlerweile schon angesammelt. Und ja, die gängigen so habe ich mal unten reingetan, aber ich wechsle die auch immer mal. Und hier haben wir zum Beispiel Fips. Nicht Fips, ja, den kennt ihr schon. Das ist Muki. Muki ist hier mein kleines Pfauenküken. Total süß finde ich den. Den habe ich Muki genannt. Also meistens habe ich immer Pips bei mir oder auch Muki. Hier haben wir Rex. Komm, Rex, bist du da? Das ist unser kleines Raptor-Baby. Finde ich auch total süß. Das ist Flöckchen. Das ist mein kleines Rehkitz. Hier haben wir Quapsel. Irgend so ein Wasser-Dingsbums. Das ist Artemis. Wer Sailor Moon kennt, weiß, dass Artemis die... Der Kater von Sailor Venus ist. Den habe ich Artemis genannt, weil der so süß ist. Der passt eigentlich ganz gut hier zur großen Katze. Könnte man eigentlich auch zusammen gerade laufen lassen. Das ist Petra. Das hat mich auch ein bisschen Nerven gekostet, die zu ergattern. Dafür musste man Pflanzen gegen Zombies spielen, um diese Blume zu bekommen. Mag ich total gerne, meine kleine Blume. Die macht mir immer gute Laune, die Blume. Und dann habe ich hier einen zurückgelassenen Hai. Auch für den habe ich auch noch keinen Namen, für den Hai. Der Hai, der braucht einen Namen irgendwie. Den finde ich auch ganz cool. Das ist Silberfeder. Das ist, ja, weiß ich gar nicht, irgend so eine Eule. Fand ich ganz schön. Der hat einfach mal so einen Namen bekommen. Habe ich jetzt irgendeinen ausgelassen hier von denen? Hier ist noch Sheila. Sheila hatten wir auch noch nicht. Passt auch super eigentlich hier zur großen Katze. Ist quasi dasselbe. Ja, finde ich süß. Sheila. Nehmen wir große Katze, kleine Katze. Sheila läuft mal mit. Habe ich nichts dagegen. Groß und klein. Jetzt geben wir erstmal einen Quest ab. Kann man ja mal machen. Wozu machen wir uns hier den Aufwand? Nee. Wenn wir nicht mal auf was abgeben. Oh, da hätten wir aber noch was erledigen können. Dann müssen wir aber wahrscheinlich eh in die ganz andere Richtung laufen. So. So, Herr Flinkwurzel.
Bitte schön. Ferocitas und die Knarzklauen Mystica müssen mir zurückgeben, was mir gehört. Bitte holt den Smarg zurück, damit ich meinen Smarg und Traumfänger reparieren kann. Bitte schön. Jetzt kann ich meinen Traumfänger reparieren. Danke. Bitte. Haben wir gemacht. Der will aber eh noch irgendwas. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Dann laufe ich mal zurück. Zumindest fast zurück. Ja, eigentlich gebe ich immer natürlich, wie andere es auch machen, alles auf einmal ab. Braucht man nicht hin und her laufen, aber jetzt bin ich irgendwie in die Richtung gelaufen. Komme ich da überhaupt hin? Ich hoffe es. Wir laufen hier gerade so schön entlang. Sieht aber gut aus, der Weg. Teufelsgrälkin. Tja, immer den blauen Kreisen entlang. Folgen wir dem Pfad. Machen wir. Hallo, wer seid ihr? Bin ich hier richtig bei euch? Schattengrimmling. Ja, komm. Wird schon stimmen. Lasst ihr irgendwas fallen? Will ich von euch irgendwas haben? Ach, das sieht doch schon gut aus. Ich glaube, wir sind hier richtig. Irgend so eine komische Höhle. Ja, 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 ihr seid alle ganz aufgewühlt, wenn ich komme. Frecher Grimmling. So, wo ist eigentlich meine Katze? Du kannst gerne helfen. Sheila bleibt schön hinter mir. Die Pets können halt nicht helfen, die Begleiter schon. Ich habe kein Ziel. Ja, das ist natürlich doof für euch. Nix. Keiner hat was Wichtiges für mich, wie es aussieht. Oh, jetzt habe ich beide angegriffen. Dann müssen wir auch mit beiden fertig werden. So, jetzt du. Okay. Ja, wenn wir hier sind, so benutzen, lässt Wurzeln des Ziels wirken, bis es, ach so, deswegen, dann wollen wir das mal machen. Wir machen hier die Wurzeln auf die Dinger. Bringt das was? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ah ja, okay. Ja, ja, dann sollen die mal so auf die Art sterben. Ich brauche ein Ziel. Dann müssen wir die gar nicht bekämpfen. Sehe ich jetzt erst. 2 von 12. Ja, dann ebenso. Geht natürlich noch schneller. Wunderbar. Ja, woll. Mach sie fertig. Wen haben wir hier noch? Wer hat noch nicht? Wer will noch eine Wurzel? Du willst noch eine Wurzel bestimmt. Ja. Das ist natürlich noch schöner. Ach so, wen haben wir hier? Irgendein. So, ihr wollt auch eine Wurzel. Genau. Und du auch. Hatten jetzt alle genug? Was wird hier noch gekämpft? Mensch. Ich hätte ihn mal den Lord Melenas. Der hat sich hier verwandelt. Hat meine Katze getötet. Da haben wir ihn den Kopf. Einfach mal den Hauptquest übersprungen und sich hier um die Kleinigkeiten gekümmert. Das war jetzt auch schlau. Gut. Dann haben wir den jetzt auch. Aber habe ich jetzt genug von denen auch? 8 von 12. Nee, mir fehlen ja immer noch welche. War also auch nicht falsch. Zu weit entfernt. Ja, na gut. Dann gehen wir runter. Oder zurück. Oder wie auch immer. Wir müssen ja nicht unbedingt da rein, oder? Wenn es nicht notwendig ist, dann vermeide ich es natürlich. Und mache lieber auf dem Weg zurück hier die Viecher. Oder sind die jetzt alle tot? Da kommen doch bestimmt noch neue. Hallo? Ich hätte dann noch ganz gerne welche. Ich hätte noch ganz gerne ein paar Wurzeln zu schmeißen. Hallo. Wirfst du die jetzt mal?
So, geht doch. So, die auch. So. Zack. Geklappt? Nö, natürlich nicht. Hier noch eine Wurzel. 11 von 12. Mach mal zu jetzt hier. Ja, endlich. Geschafft. Schön. Wo geht's zurück? Oder verirre ich mich? Nein, ich bin richtig. Sehr schön. Das war diese Höhle. Mit den Viechern. Kann man ja mal machen. Erledigt. Werden nicht mehr andere stören. Wo ist eigentlich meine... Ach so, haben wir schon. Ich wollte gerade sagen, ist die Katze weg? Nee, die Katze ist da. Schön, schön. Ja, unser Balken hier ist schon fast wieder bei der Hälfte angelangt. Das ist schön. Dann haben wir fast bald wieder das nächste Level ab. Vor allem können wir jetzt auch wieder Quests abgeben. Das ist auch gut. Mögen uns die Leute, verbessert sich der Ruf hier in der Gegend. Also je nach Gebiet kann man Quests lösen und dadurch Ruf gewinnen. Und das ist auch für spätere Sachen, wenn man was vorhat, wichtig. Ja, so, hier. Syral Messerblatt. Seid gegrüßt. Gut, ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht gerade angenehme Arbeit war, aber wir sind euch sehr dankbar. Ich fürchte um unsere geliebten Teldrassil. Es sieht aus, als wäre er von Tag zu Tag verderbter und unsere Unkenntnis der Ursache quält mich sehr. Mögen euch die Sterne leiten. Aber hey, 825 Erfahrung. So, what? Telon-Kai-Flinkwurzel. Habt ihr Lord Melenas schon getötet? Es ist wichtig, dass man ihn schnell und stillschweigend beseitigt, Alexiel. Solange er lebt, wird uns allen ungemacht. Ja, ja, ich wusste gar nicht, dass das der war. Ich habe den Kopf mal einfach eingesammelt. Da Lord Melenas jetzt endlich zur Strecke gebracht ist, kann ich mich anderen Dingen zuwenden. Danke. Ja, bitte. Gerne, gerne. Schon mehr Erfahrung wieder, als ich dachte, bekommen. Jetzt geht's natürlich weiter. Hier entlang. Jetzt haben wir die Ecke auch schon gemacht. Das ist doch supi-dupi. Mit der schönen Teldrassil-Musik hier. Und die kleine Sheila grummelt auch hinter uns vor sich her. Große Katze, kleine Katze. Könnte natürlich jetzt, da wir Sheila in klein haben, die große Katze irgendwie ähnlich nennen. Dann passen die gut zusammen. So Schola und Sheila oder irgendwie so. Oder irgendwas mit Schnee, weil sie so weiß ist, wäre auch süß. Tja, das wären so meine Ideen. Ich muss mir die bringen wir auch nebenbei zur Strecke und sollen wir auch Knarzklauen töten. Mal eben. Ach so. Toll. 20 Stück. Na super duper. Na gut, wenn ihr meint. 2 von 20. Da werde ich doch glatt mal einen Cut machen. Wenn ich 20 oder fast 20 habe, schalte ich wieder ein. Dann geht das für euch viel, viel schneller und ist viel angenehmer. Also würde ich sagen, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder und wir haben jetzt schon 19 von 20 Knarzklauen oder wie die Dinger hier nochmal heißen. Heißen die so? Nee, das ist irgendein anderer. Komm, den machen wir gleich mal fertig hier. Dann haben wir ihn, Verteidiger, der doch die guten Knarzklauen getötet. 20 Stück haben wir gemacht. Und hier in der Nähe ist ja direkt noch mehr zu erledigen, wie wir sehen. Machen wir auch direkt. Ich habe übrigens meine Jägerfähigkeiten hier mal angeschaltet. Die sind hier oben. Huch, nee, das ist es gar nicht. Aber da drunter. So, da kann man nämlich auch sagen, oh, ich möchte gerne irgendwie ganz Bestimmtes aufspüren. Und dann sieht man die hier oben. Also sehe ich dann zum Beispiel, ah ja, hier ist eine Waldweberspinne. Es hilft einem ungemein, wenn man bestimmte Tiere oder anderes sucht oder so. Auch Verborgenes aufzuspüren, bla bla. Sehr praktisch. Ich weiß jetzt gerade nicht, soll ich hier rein? Ich glaube, ja. Es sieht ganz gut aus. Grabhügel.
So, hier gehen wir jetzt mal rein. Schauen mal, was es hier zu erledigen gibt. Denn das lassen wir uns ja auch nicht nehmen. Hätte ich die hier drinnen jetzt schon eher die ganze Zeit töten können, das wäre natürlich blöd gewesen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Relikte des Erwachens. Eindringlinge, wenn wir. Droiden, unerer Höhlenbaum. Bringt die Rahmenkrallen. Bin ich dann hier richtig? Ich hoffe. Auf jeden Fall ist hier unten auch noch ein Quest. Also so oder so wären wir hier runtergekommen. Aber es schaut ganz gut aus. Ich laufe mal hier rein. Tüdelü. Hallo, wer bist denn du? Oben, Zornklaue. Hi. Die hier lebenden Schamanen der Knarzklauen haben einen Weg entdeckt, wie man den Geist eines schlafenden Druiden von seinem Körper trennen kann. Die Phobox haben meinen physischen Körper reanimiert und lassen ihn jeden angreifen, der versucht, den Grabhügel von Ben Ethiel zu erforschen. Ich selbst bin im smaragdgrünen Traum gefangen und kann diesem Treiben keinen Einfluss gebieten. Kein Einhalt gebieten. Ihr müsst mir helfen, die Knarzklauen-Schamanen tragen einen seltsamen Glücksbringer bei sich, mit dem dieses Ritual durchgeführt wird. Und ich würde einen solchen Glücksbringer gerne untersuchen. Bitte, Alexiel, bringt mir einen. Klar. Da geben wir uns Mühe, da Erfolg zu haben, seinen ollen Glücksbringer zu finden, in der Hoffnung, dass wir den dann auch schnell finden. Können wir da schon rein? Achso, das macht er dann noch. Oder machst du was? Wer bist denn du? Hallo? Ishnuala. Wo ist die Rune des Nistens? Die Göttin schütze euch. Macht sie jetzt? Hallo? Hallo. Wo ist der schwarze Federkiel? Aha. Ja, ich, ach so, da leuchtet uns hier das grüne Lichtlein. Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen aber so oder so überall hier hin. Wir haben hier überall noch irgendwie was zu finden und zu suchen. Laufe ich jetzt zurück? Ich will nicht zurück. Ich möchte noch nicht raus hier. Und die Viecher müssen wir eh töten wegen dem Glücksbringer. Also, so viel falsch machen können wir nicht. Wir können uns nur ein bisschen verirren. Ich will mich nicht verirren. Ich mag mich nicht verirren. Verirren ist doof. Hallo. Uns hilft ja hier auch eine Uschi. Aber ich glaube, das ist der Ausgang, wo ich gerade hinlaufe, oder? Man gibt immer so Pfade hier. Also die Orientierungslosigkeit ist echt so eines meiner größten Probleme. Nee. Nee, ich glaube, wir sind sogar richtig, weil wir können da auch lang. Wie es scheint. Dann geht hier so ein Bogen rum. Ja, ja, komm. Beschwer dich mal. Was führt euch hierher? Nee, ich lass es mal sein hier. So. Irgendjemand was da gelassen, was wichtig ist für mich. Gut, dass sie wenigstens mithilft. Da muss man nicht alles alleine machen. Oh. So. Nö. Ach, guck mal, da kommt jemand. Von dort? Hm. Bisher kein Glück gehabt. Außer ganz viele von den Viechern töten. Irgendeiner hat den Glücksbringer. Müssen also eh töten, was das Zeug hält. So, du bist auch nochmal platt gemacht. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Mann, Mann, Mann. Hallöchen. Komische Federkiel-Geschichten und was weiß ich. Ist hier irgendwas? Da, guck mal. Endlich eine Kiste, was gefunden. Was haben wir bekommen? Den Federkiel. Sehr schön. Den brauchen wir nicht mehr finden. Natürlich können wir mit dem grünen Licht jetzt schneller sein, aber wir müssen die sowieso töten. Und man sieht auch an der Karte eigentlich, ja, dass es da eh zu tun gibt. Möchte ich jetzt nach oben? Ich glaube, wir brauchen sie doch mal. Ishnuala. Wo ist denn die Rune? Sag mal. Grünes Licht, sag uns, wo ist die Rune? Da. Da oben entlang. Okay. Dann verirrt man sich nicht ganz so doll. Den machen wir auch noch fertig. Vielleicht haben wir noch Glück. Erfrischendes Quellwasser, sehr nett. Aha, hier ist die Rune wahrscheinlich. Rune des Nistens haben wir auch bekommen. So, dann kannst du uns ja gleich den Saphir des Himmels auch zeigen, Madame, Jägerin der Schildwache. Die weiß ja anscheinend hier gut Bescheid.
Manchmal findet der Nebel seinen Weg nicht, wenn wir zu weit weg sind. Wir sollten uns weiterwagen und es erneut versuchen. Ja. Dann sag mal, versuch's mal nochmal hier. Ach so. Guck mal. Das ist gut, dass der Nebel Bescheid sagt. Dann hilft er mir bei meiner Orientierungslosigkeit hier. Da lang, da lang. Glücksbringer haben wir aber leider auch noch nicht. Den brauchen wir auch. Gehen wieder zurück. So, nochmal bitte. Ah, okay. Hier, den nochmal fertig machen. Wer hat ihn denn? Wer trägt ihn bei sich? Wir wissen es nicht. Ah, hier geht's rein. Sehr schön. Da ist die nächste Kiste. Das war der Saphir des Himmels. Wieder ein blauer Kreis weniger, aber immer noch kein Glücksbringer. Hallo, Glücksbringer. So, wo ist denn der Rabenkrallen-Talisman und so weiter? Da lang. Nach oben vielleicht? Ja, habe ich mir gedacht. Da waren wir, glaube ich, noch nicht so. Wo lang? Nach rechts. Ist der da drinnen in der Höhle? Habe ich den tatsächlich irgendwie nicht da gesehen? Doch, wir müssen da lang noch laufen. Da waren wir noch nicht. Mit dem Nebel hätte ich gleich mal machen sollen. Wäre ich noch schneller gewesen. Ah, sehr schön. So, da ist der Talisman. Können wir da nicht direkt hier runterspringen? Wenn wir schon... Ach, guck mal hier, da vorne eher. Ich bin geehrt. Könnt ihr mich zum Ausgang führen? Nee, eigentlich wollen wir erst den Glücksbringer noch. Den haben wir ja auch noch zu finden. Und da hilft sie mir gerade irgendwie nicht so, wirklich. Hallo, Glücksbringer. Wer trägt ihn bei sich? Bestimmt der eine da in der Mitte. Weißt du? Der macht ein schönes Leben mit dem Glücksbringer. Und wir, Dödel, suchen den. Tja, irgendwo muss der ja sein. Erstmal gehen wir hier weiter entlang. Vielleicht ist der auch ganz woanders. Der wird ja da angezeigt. Mensch, vielleicht muss ich die gar nicht alle töten. Ich hatte das so in Erinnerung, als ich das erste Mal gemacht habe, dass der mir, dass ich den zufällig bekommen habe von irgendeinem, die hier rumlaufen. Was natürlich auch fies wäre eigentlich. So. Ja. Tja. Ihr macht das schon, aber er wartet wahrscheinlich da drinnen noch, ne? Er stand doch hier. Ja, er hat den ja noch gar nicht bekommen. Wo ist der denn bloß? Der doofe Glücksbringer. Muss ich da vorne lang? Und verirre mich wieder. Huch, was mache ich denn hier? Tü-tü-tü. So, da so. Geht's hier nach rechts? Ist der irgendwo hier? Weil hier ist... Ich bin direkt im blauen Kreis. Aber irgendwie... Nee, ne? Irgendwie, nee. Ja. Vielleicht eher doch nach oben. Irgendwas mache ich falsch. Hallo. Ja, ja. Ja, ja. Dann doch eher da lang. Guck mal hier. Kupfer ist auch nicht schlecht. Irgendwann haben wir den. Doofen Glücksbringer. Der hat ihn auch nicht. Da ist so ein Gang rein. Waren wir da schon? Vielleicht ist der oben. Ach ja. Ach, jetzt geht's raus. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Nee, nee, nee. Wir müssen da den doofen... Voodoo-Glücksbringer finden. So nicht, meine Liebe. Das war der Weg zurück. Glücksbringer. Ja, ich weiß noch, dass ich hier irgendwo damals langgelaufen bin und dann hatte der eine den zufällig. So, irgendeiner hatte den dann schon. Ja, so kann es laufen.
Aber das sieht so aus, als würden wir da vorne irgendwie noch langlaufen können. Hier so eher lang. So, als wäre ich da noch nicht so richtig bis zum Ende gelaufen. Oder sieht das nur so aus? Ich mach mal einfach. Außerdem brauchen wir eh ein paar Knarzklauen. Also falls wirklich zufällig einer den hat, dann habe ich ja eigentlich alles getötet, was mir so über den Weg lief. Von daher, guck mal, hier ist wieder eine neue Höhle. Wir waren zwar hier schon mal, aber trotzdem. Da unten sind Gegner, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Komm, irgendeiner muss den haben. Ich möchte den gerne bekommen. Der auch nicht. Komm hier, du vielleicht. Auch nicht. Menno. Tja. Ihr vielleicht? Na, die hatte ich doch alle schon, oder? Habe ich aber nur Pech oder nicht so? Auch nicht. Warte mal. Da geht's auch noch lang. Da waren wir noch nicht. Kann das sein, dass ich hier den Weg noch gar nicht gegangen bin? Sieht irgendwie so aus. Vielleicht haben wir hier Glück. So, irgend so ein tolles Set bekommen. Brauchen wir aber jetzt gerade nicht. Na komm, ich will Glück. Ich bin auch volle Lotte hier im blauen Kreis. Ja, also wenn das nicht stimmt, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, hier. Da. Hier. Sieht super aus. Total richtig. Hm? Oder laufe ich einfach nur im Kreis? Ich glaube, ihr verarschen mich mal wieder hier. Ja, ich verlaufe mich mal wieder. Das ist schön. Ich werde das schon finden. Die stehen da immer noch und denken sich, oh, guck mal, die weiß überhaupt nicht, wo lang stimmt. Orientierungslosigkeit und so, aber im nächsten Part werde ich den Glücksbringer haben oder finden. Eins von beidem. Im nächsten Part von World of Warcraft. Es wäre total cool, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.